So, und da wären wir auch gleich wieder. Moment, mein Mikro ist gerade verrutscht. Wie steht denn die Sonne? Sonne, Sonne, Sonne. Sonne. So, ich farm hier einfach mal ganz unverblümt hier bisschen Sand. Paar Stacks brauche ich da schon. Aber ich meist mal nur die Schaufel. Sonst dauert es wieder zu lange. So, jetzt gehe ich Holz farmen. Welcher Baum ist denn nicht so groß, aber trotzdem aus dem richtigen Holz? Der hier. Ah ne, der macht hier so schön den Übergang. Ich hole mir einen mitten aus dem Dschungel. Den hier. So. Weil wir wollen ja unser Treppenhaus fertig kriegen. So, abwärts wissen wir jetzt, wie es schnell geht. Aufwärts wird es noch. Das ist eine Kuh. Kuh. Drei, zwei Kühe im Baum. Und eine oben drauf. Ist ja auch verrückt. Moment mal, ich rupfe den hier auch mal raus. Ich weiß, für die Zuschauer dürfte das jetzt etwas langweiliger werden. Aber wir wollen ja schließlich unser Treppenhaus fertig kriegen. So. Ich finde es irgendwie etwas. Ich weiß nicht, ob das so sein muss oder ob das nur Zufall ist, dass die alle auf so einem Klotz Erde stehen. Also fast alle. Ich nehme den hier nochmal mit. Ja, den nehme ich nochmal mit. So. So. Sagte so. Wieso dauert das auf Leitern stehend eigentlich immer so lang? Ist doch kein Nachteil, dass man auf einer Leiter steht. Eigentlich schade, dass wir kein Eisen haben, so viele Lianen, wie wir hier mitnehmen könnten. Ich habe immer noch viel zu wenig Holz. Aber das ist das coolste Biom, was ich bei Minecraft je gesehen habe. So, dieses Dschungelbiom ist einfach eine geniale Entwicklung. Ah, Creeper. Hilfe. Das ist das Risiko an dem Dschungelbiom. Es ist dunkel. Und Creeper verbrennen ja bekanntlich nicht. Da würde ich sagen, haben wir Glück gehabt, dass wir überlebt haben. Drum gehen wir auch erstmal wieder nach Hause. Wo die Sonne, glaube ich, schon wieder am Untergehen ist. Oder? Ja, ist sie. Verdammt, wo war denn unser Haus? Wo war unser Haus? Da. Hab's gefunden. Hier mal kurz einen Sprint eingelegt. Eigentlich sollten wir uns ja mehr um Cobblestone kümmern. Weil davon haben wir gar nichts. Eigentlich braucht man diese Grund. Wo bin ich jetzt am Baum vorbeigelaufen? Ja. Eigentlich braucht man diese Grundrohstoffe ja viel eher. So, Moment mal, ich gleiche das hier mal gerade mit Erde aus. Werden mir das zu viele Baumstämme. So, bauen wir uns hier auch mal hoch. Dann wächst unser schönes Treppenhaus.
Mir schwebt ja hier so eine moderne, also so moderne Häuser, eingepasst so in die natürliche Landschaft des Dschungels vor. Ich weiß, das ist etwas gewagt. So, muss das auch noch ein Zuhörer machen, das auch. Und wir hätten uns um Schafe kümmern sollen. War ja klar. Kein Schaf weit und breit. Na egal, mit der Holzkohle befeuern wir jetzt mal unser Glas. Weil ich wusste nicht, womit wir es sonst tun sollten. Mist, unser Fleisch geht uns auch zu Ende. Ich habe ja noch verfaultes Fleisch. Hehe. Ist auch immer gut. Ach ja. Bogen, Sapling. Sapling, Sapling. Samen. So. Ich glaube, ich setze hier mal da, 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 da dann auch noch. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht einfach hier die Nacht überspringen soll, weil das ist ehrlich gesagt todlangweilig. Was sollen wir bitte schön hier in der Nacht machen? Wir sind nicht gut genug ausgestattet, um gegen die ganzen Monster zu kämpfen. Richtig was bringen tut uns das auch nicht. Einfach auf Peaceful schalten ist auch dumm. Ist ja schon fast wie Cheaten. Ich würde einfach gerne weiterbauen. Spinne, Spinne. Ach nee, alles voll. Ist der Nachteil, wenn man so nah an der Wüste ist. Dieser Creeper war aber auch ganz schön bescheuert, hat uns einfach weggerissen. Ich könnte ja hier oben auch rein theoretisch noch einen Setzling pflanzen. Soll ich das mal machen? Weiß nicht. So. Ich meine, so schön wäre es schon, wenn man den Baum noch so ein bisschen erweitern würde. Also, ja, das wäre doch nett. Ja, pflanzen wir uns damals noch ein Bäumchen. Hätten ja sogar Bone Meal zum Hochzüchten. Aber nee, ich glaube, das lasse ich erstmal. So, 13 Glas schon. Na, ich glaube, ich überspringe die Nacht. Ja. Überspringen die Nacht. Das ist einfach nervig. Also gut, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Aufnahme. Ja, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Aufnahme. Entschuldigung, komm. So, und weiter geht's. Ich habe jetzt mal die Nacht fast vollständig übersprungen. Die Sonne geht gerade auf. So. Ich sortiere noch kurz meine. Nee, Rottenfleisch muss ich behalten. So, ich brauche dringend Holz. So. Ich mache uns noch mal gerade eine. Zwei Holzäxte. Denn sonst wird das hier nichts. So. Und Abmarsch. Ist da unten irgendwas? Nein, also. Yeah. Und los geht das muntere Spielchen. Dürften da jetzt noch ein paar brennende Gestalten sein, jawohl. Danke für dein Fleisch. Das können wir bitter gebrauchen. Ein Schaf. Das hole ich mir doch gleich mal. Ein Wolle, hurra. Moment mal, ich gehe mal gerade nach oben. Autsch, ich wollte doch nach oben.
Da wäre eine Kuh. Und noch ein Schaf. So gibt es ja eigentlich lauter Baumschafe. Ist doch sonst nicht so üblich, dass hier die. Dass hier alle Bäume voller Schafe sind. Autsch. Ach, ein kleiner Ozelot. Ach, schade. Will dein Fleisch. Ich will dir ans Fleisch, Kleiner. Gibt's hier noch Schafe? Schafe! Das wäre echt scharf, wenn hier noch ein paar Schafe wären. Tintenfische? Und was ist das denn? Hä? Ist das ein Brunnen? Gibt das jetzt auch seit dem Update Brunnen, die mitten in der Wüste stehen? Hab ich noch nie was von gehört. Hä? Naja, egal. Ich sag Tschüssi!